Ich will kommen in mein Laden! Okay, ganz ruhig. Sekunde, Sekunde. Ich komme in Frieden. Ich glaube dir kein einziger Wort. Komm schon, bitte. Diese ganze Streiterei bringt doch nichts, oder? Chinesen und Japaner bekämpfen sich schon viel zu lang. Das ist lächerlich. Wir müssen einen Frieden schließen. Wir müssen Ben erschießen? Nein, wir müssen schließen. Eine Tür? Nein, Frieden schließen. Oh, du meinst Frieden begießen. Scheiße, wieso denn begießen? Na, um zu beschießen. Beschießen? Hör zu. Die ganzen Lassisten denken, Chinesen und Japaner sind ein und dasselbe, richtig? Also werden wir alle Kinder der Schule versammeln und ihnen erklären, was die kulturellen Unterschiede sind. Damit sie endlich wissen, dass gebratener Lais nicht aus Japan kommt und Teriyaki nicht aus China. Teriyaki ist nicht aus China? Scheiße, nein! Teriyaki kommt nicht aus China! Einverstanden. Ich werde Vorführung mit dir machen. Oh, wirklich? Oh, toll! Wir treffen morgen und besprechen Plan. Und wenn du zur Schule kommst, wird große Überraschung auf dich walten, du japanische Köte. Weißt du noch, gestern im Garten hast du dich in jemanden verwandelt namens Big Rick Butters. Na klar. Was hat Big Rick Butters erscheinen lassen? Wurde er verletzt? Hat er etwas angestellt, das er sich nicht verzeihen kann? Nein, er ist einfach nur ein LKW-Fahrer. Du weißt es nicht, aber vielleicht jemand anderes da drin. Wäre es eventuell möglich, dass ich mit Inspektor Butters spreche? Na klar. Ich spreche nun mit der Person, die sich Inspektor Butters nennt. Inspektor Butters ist an dem Fall dran. Haha, das macht Spaß. Inspektor Butters? Was genau wollen Sie? Ich will mysteriöse Fälle lösen. Und lebt noch jemand bei Ihnen? Jemand mit dem Namen Professor Chaos? Aber sicher, er ist der Überbringer von Zerstörung und Boshaftigkeit. Er ist ein böser Mann. Er mag Butters nicht, oder? Will Professor Chaos Butters umbringen? Was, wieso sollte ich das tun? Mit wem spreche ich jetzt? Mit mir, Butters. Ah, Butters, du bist zurück. Sir, ich bin verwirrt. Das weiß ich doch. Ich will dich nicht verängstigen, Kumpel, aber in deinem Kopf leben diverse Menschen. Und manche davon wollen dich umbringen. Wirklich? Ja, du bist ein wenig krank. Aber keine Sorge, gemeinsam werden wir dich heilen. Hör nicht auf Dr. Janus, er ist ein gemeiner alter Mann und ein dummer Erwachsener. Wie bitte? Er ist ein Spielverderber, der nie mitspielen will.